Ja, hallo. Willkommen hier zu World of Warcraft Cataclysm. Ja, und falls ihr mich jetzt seht an dieser Stelle, sind wir schon mal weitergekommen, als ich ursprünglich gedacht hatte. Denn ich war mir ziemlich sicher, ich drehe dieses Video, werde es aber nie wirklich veröffentlichen können. Da Blizzard sich ja allgemein sehr anstellt mit seinen gesamten Franchises. Deshalb bin ich ziemlich froh, dass wir überhaupt mal so weit gekommen sind. Ja, ihr seht hier an dieser Stelle einfach mal die Charaktere, die ich so besitze. Das ist ein 71er Hexenmeister, den ich eine Zeit lang mal gespielt habe, aber Hexenmeister bockt mich nicht so. Ein 40er Schurke, woran man sieht, Schurke bockt mich auch nicht so wirklich. Ein 80er Magier, den ich tatsächlich auch gespielt habe, und zwar der hat 245er Equipment, also ungefähr ja, ICC 10er Niveau. Also ich kann mit dem Mage hier ICC 10er gehen. 25er auch, aber nicht hier. Schamane habe ich auch mal probiert, hat mich auch nicht so gebockt. Todesritter habe ich auch mal auf 80 gespielt. Hat eine Zeit lang auch wirklich Spaß gemacht. Aber alles in allem auf jeden Fall auch nicht meine Lieblingsklasse. Dann haben wir hier einen, ach, den habe ich nur mal so erstellt, einen kleinen Druiden. Priester hat mich sehr überzeugt. Priester macht wirklich Bock. Ist ein 80er Priester, der halt genauso wie der Mage, ich würde sagen ungefähr, damit kann ich auch ICC 25er, 10er gehen, ordentlich heilen und Schaden machen. Eher heilen als Schaden. Ja, aber mehr war es das auch nicht. So, jetzt zu meinen zwei Main-Charakteren. Und zwar, ja, dann machen wir Skype doch mal eben aus, damit da nichts weiter aufblinkt. Und zwar, ich weiß gar nicht genau, welcher jetzt mein Hauptmann. Eigentlich, ich spiele beide eigentlich gleich. Da haben wir einmal meinen Jäger, das war mein allererster Charakter. Und wir haben hier meinen Druiden. Und wir fangen mal an mit meinem Jäger. Wir gehen mal rein in die Welt. Ja, ich habe mich mit meinem Jäger dazu entschlossen, in diesem Bereich zu questen. Ihr seht hier meine Gildennachricht. Das war ziemlich witzig. Ich bin in der Gilde Bunch of Boons. Und das ist eine uralte Gilde. Das war meine Lieblingsgilde. Das ist sozusagen eine Hauptgilde gewesen. Wir waren auf jeden Fall eine Fun-Gilde. Wir haben auch schon vernünftige Raids zustande bekommen. ICC 25er eine Zeit lang versucht. Aber es hat halt auch oft nicht geklappt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mit dem Hunter eine Zeit lang in einer etwas besseren Gilde war und da dann auch Equip gefarmt habe, während ich mit meinem Druiden mich hauptsächlich darauf spezialisiert habe, eine Zeit lang selber Raids zustande zu bringen, also Random Raids. Ich war in Wrath of the Lich King ein ziemlich erfahrener Spieler, das heißt, ich war Tank, Heiler oder DD, DD mit dem Hunter, Heiler, ich hatte sehr gutes Seed Equip und mit eines der besten Tank-Equips auf dem Server. Wie gesagt, ich habe eine Zeit lang richtig vernünftig WoW gespielt. Jetzt nicht krass obersüchtig, das habe ich schon mal erwähnt. Ich hatte immer noch Freunde und wichtige Prüfungen und Sport vor allem und Arbeit war immer wichtiger. Ich würde sagen, ich habe am Tag im Schnitt 2 Stunden gespielt. Mal einen Tag gar nicht, dafür dann an einem Wochenende in so einem Raid mehr. Oh, hier bin ich in Washi, hier bin ich schon zu weit weggeschwommen. Ja, was ich euch hauptsächlich heute zeigen möchte, ja, um jetzt mal ein bisschen vorwegzugreifen, das ist, wie mir Cataclysm an sich gefällt. Und zwar werde ich vielleicht 2 Videos daraus machen. Ein erstes, in dem ich einfach mal so die Gebiete zeige. Ich habe in diesem ganzen Gebiet hier schon gequestet. Habe ja auch schon so ziemlich alle Quests durch. Das ist hier das Gebiet. Und das Erste, was mir auffällt, es ist ja so unter Wasser und man hat ein Seepferdchen als Mount und es sieht einfach nur abgefahren geil aus. Was mich auch sehr überrascht, ist die Musik hier aus diesem Gebiet, die ist auch der Oberhammer. Das ist einfach nur der Wahnsinn, was hier für eine Musik herrscht. Ich kann euch ja mal für ganz neugierige mein Equip zeigen. Achso, das ist mittlerweile schon ein bisschen neues Equip. Und zwar, sowas hatte ich damals zur Zeit, hier einen schönen Gürtel, 264. 265er Schuhe, also mit dem Hunter habe ich auf jeden Fall ICC 25er Equipment gehabt, auch ziemlich viel gutes Equipment bekommen. Der Hunter war schon nicht schlecht, aber ich war nie, mit dem Hunter war ich nie einer der
übelsten Leute, die DPS gefahren haben. Wirklich professionell habe ich hauptsächlich mit meinem Druiden als Tank gespielt. Oder als Heiler. Ich konnte auch gut heilen. Das Interface, was ihr gerade seht, es ist halt jetzt nur zusammengewurschtelt mit ein paar Add-ons, wie zum Beispiel Bartender, X-Pearl. Ich habe auch Recon, aber das brauche ich ja im Moment nicht. Früher hatte ich auch den Healboard und andere Add-ons, mit denen ich mir ein etwas anderes Interface gebaut habe, als das, was ich jetzt benutze. Ich habe hier ganz gerne meine Leiste mit den wichtigen Spells, die ich so benutze. Dann habe ich gerne hier unten ein paar Spells, die ich auf Knopfdruck schnell aktivieren möchte. Das wäre in diesem Fall eigentlich nur Rückzug. Ich bin ein PvP-Noob. Also falls ich im Laufe des Zeigens... Oh, das sieht ja geil aus. Also ich muss dazu sagen, ich bin noch nicht aus diesem Gebiet hier vorher rausgeschwommen. Ich habe gerade hier meine letzte Quest abgeschlossen und versuche jetzt mal weiteres zu finden. Was ist denn? Ein Walhai. Oha. Das ist ja schon ein bisschen bedrohlich. Oh, noch einer. Hä? Jetzt habe ich schon ein bisschen Schiss. Gut. Okay, hier geht es ein bisschen nach außerhalb. Schwimmen wir mal da runter. Es sieht einfach nur oberaffengeil aus. Wo ist denn meine Milch? Gut. Das sieht so geil aus. Ich habe, ich werde nachher auch mit dem... Ich werde halbe-halbe machen. Jäger und Druide. Ich werde mit dem Jäger hier jetzt hauptsächlich mal ein bisschen mich auf Questsuche begeben, dass man vielleicht mal ein paar Quests zusammen machen kann. Aber es sieht einfach nur geil aus. Man hat... Oh, oh, den will ich eigentlich jetzt nicht angreifen. Man hat hier unter Wasser so ein unglaubliches Gefühl der Freiheit. Und es ist so eine neue Welt, die sich hier unten erstreckt. Weil unter Wasser, so in dieser Art... Entschuldigung, hat man ja noch gar nicht so wirklich spielen können. Und das ist das erste Mal, dass man hier so wirklich, ja, unter Wasser sich bewegen kann. Halt durch diesen Buff, den man hier oben hat. In dem Bereich von Wasch hier. Ja, aber irgendwie finde ich hier keine Quests. Also irgendwie bin ich hier, oha. Schimmernde Weiten. Sieht das geil aus? Sieht doch einfach nur genial aus, oder? So geil. Und wehe, jetzt kommen wieder Leute hier von wegen, das ist unprofessionell, dass ich hier gerade... Ich habe euch das gesagt. Ich spiele und gebe einfach nur meine Meinung kund, so wie ich die Spiele in dieser Stelle erlebe. Und im Moment erlebe ich einfach diese neue Welt von Cataclysm, die sich mir hier offenbart. Und ich bin einfach nur tierisch beeindruckt davon, wie das Ganze hier aussieht. Und die Musik in diesem Bereich ist der Hammer. Oh, was ist das? Da war doch gerade ein Hordi. So, jetzt könnt ihr gleich mal erleben, was ich für ein krasser PvP-Noob bin. Ist der Typ weg? Ah, der ist wahrscheinlich auch vorbeigeschwommen. Naja, gut. Ich meine, gut, wenn ich als Hunter jemanden erwische, ohne dass er das merkt, dann kann er es eigentlich gleich knicken. Sobald ich ihn mit meinem gezielten Schuss erwischt habe, ist er ja eh so gut wie tot. Also sie haben ja ziemlich viel geändert. Sie haben ja hier... Moment. Sie haben ja das ganze Talentsystem umgeändert. Es ist jetzt total vereinfacht, das finde ich ein bisschen schade. Gefällt mir überhaupt nicht mehr, weil man sich ja wirklich nur noch zwischen einigen Sachen entscheiden muss. Na gut, in die abyssischen Tiefen möchte ich jetzt nicht rein. Dann werde ich ja wieder... Oha, was ist das? Okay, das sieht geil aus. Aber ich finde keine Quests. Aber was ist das? Es bewegt sich. Ein Hai. Ah. Keine Ahnung, was das ist. Na gut. Kann ich das angreifen? Nee. Da ist wieder der Walhai. Noch ein Walhai. Die werde ich nicht angreifen. Ich schwimme mal dahin. Da sind so ein paar Flugpunkte. Also Unterwasserschwimmpunkte. Ach, übrigens mal was ganz anderes. Das sieht geil aus, oder?
Wir begeben uns mal an die Oberfläche. Oh, da will ich hin. Schiffe. Es sieht so geil aus mit dem Wasser und mit dem Himmel. Gibt's hier was für mich? Nö. Hier gibt's auch keine Quests. Habe ich hier alle Quests durch? So viel habe ich da noch gar nicht gemacht. Na gut, wir schwimmen mal weiter. Hier ist ja auch noch. Hier sind ja auch noch Sachen. Hier war ich ja noch gar nicht. Hier werde ich bestimmt neue Quests finden. Wie heißt denn das Gebiet? Bielangrad. Okay. Es sieht geil aus. Na komm. Quest. Ich melde mal nebenbei eine Inni an. Das wäre natürlich super witzig. Falls wir in einen zufälligen Dungeon kommen. Dann kann ich euch auch gleich einen der neuen Dungeons mal zeigen. Und ich finde sowieso keine Quests. Dreckscheiß. Ist ja komisch. Ich meine, ich habe diese eine Quest. Aber ich habe keine Ahnung, wo man die erledigen soll. Aber es kann ja nicht sein, dass man nur weil man eine Quest noch nicht gemacht hat, sonst nirgendwo Quests findet. Ich spiele übrigens auf Onyxia. Das ist natürlich ein PvP-Server. Also mit so einem PvE-Gedöns könnt ihr mir gar nicht kommen. Das wäre mir ja viel zu langweilig. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, vor allem der anderen Fraktion zu stehen und den nicht angreifen zu können. Das ist. Aber ihr seht gerade, ich farme mich auch ein bisschen durch das Entdecken gerade hoch. Macht ja nichts. Ich meine, so wild auf Quests war ich jetzt eh nicht. Ich wollte euch nur mal so ein bisschen das neue Gebiet zeigen. Dieses Video ist übrigens auf jeden Fall nicht für Leute, die WoW nicht kennen. Es ist gedacht für Leute, die WoW kennen und mal gespielt haben. Und am allerbesten ist das Video natürlich für Leute, die vielleicht vor Cataclysm aufgehört haben und jetzt noch nicht genau wissen, ob sie Cataclysm überhaupt spielen und sich kaufen sollen. Und ich kann euch an dieser Stelle verraten, ja, Cataclysm ist der Hammer. Erstmal ist ja ganz WoW neu überarbeitet worden. Alles sieht ja irgendwie anders aus. Und man kann ja jetzt auch in den alten Gebieten fliegen. Das sieht so geil aus, diese Runden lang zu. Wir greifen jetzt einfach. Oh, was ist das? Ein Wildtierboss. 3,6 m. Probieren wir es mal. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie stark das Vieh ist. Einmal die Irreführung auf mein Pad. 10 Sekunden habe ich noch. Na, schwimm mal schneller. Schwimm ich so langsam? Na gut, dann muss ich warten. Die Irreführung muss ja schließlich genutzt werden. Okay, jetzt bin ich zwar in Reichweite, aber... So, nochmal. Und Angriff. Na, wie viel Schaden kriegt mein Pet? Das ist schon tot? Oha, das ist also kein kleiner Boss, das ist ein richtiger Boss. Das ist natürlich interessant. jetzt werdet ihr mich auslachen. Ich kannte diese Schlange nicht und 3,6 m, ganz im Ernst, ist eigentlich nicht viel Leben. Ich habe vorhin für... Irgendwie habe ich auch so einen Boss gesehen, der hatte 1,2 m. Den habe ich eigentlich ziemlich locker alleine besiegt, aber das hat mein Pet natürlich so krass umhaut. Da habe ich ja gar nicht reagieren können. Ich muss an dieser Stelle sagen, dieses ganze Unterwasser-Gedöns sieht zwar recht cool aus, aber es ist ein bisschen anstrengend, unter Wasser zu questen und zu kämpfen, weil du hast ja immer über dir und unter dir, überall können irgendwelche Feinde sein, auf die du aufpassen musst. Und das geht einem auf Dauer irgendwann auf die Nerven. Ich habe zum Beispiel eben überhaupt nicht abschätzen können, wie weit ist der Typ jetzt von mir weg. Klar hätte ich schneller auf Todstellen klicken müssen, aber... Ich habe auch gar nicht gesehen, dass mein Pet schon tot ist. Wie gesagt, den Boss habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich wollte auch nur mal aus Spaß den jetzt angreifen. Na, wie sieht's aus mit der Gruppe? Das wird wohl nix.
So, beleg mich mal wieder. Ach, ich bin da oben. Da bin ich. Komm, Körper. Ja. Huch, das sieht geil aus. Dann beleben wir mal kurz mein Tier wieder. Da ist es. Oh, 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 seht ihr das? Quest. Quest. Hat ja doch noch geklappt. Entschuldigung, das muss ab und zu sein. Ja, die Sandkrebse können nicht mehr. Ja, hier gibt es ein paar Belohnungen. Oh, ich muss Sandkrebse töten. Ja, das kriege ich wohl hin. Komm her. Und ein tödlicher Schuss. Zack. Kann ich die Kirschner? Nein. Ein gezielter Schuss und das müsste reichen. Oh, warum ist der so low? Ja, ich habe mich noch nicht komplett mit dem ganzen neuen System vertraut gemacht. Heißt, es gibt noch irgendwelche Skills und irgendwelche Sachen, die mir bestimmt nicht bekannt sind. Ja, so will ich das doch sehen. 37.000 irgendwas. Kann ich ihn jetzt kirschnern? Sehr gut. Ja, mein Hunter ist Kirschner und Ingenieur. Ingenieur eine Zeit lang, weil es gab mal einen Ingi-Hut für einen Hunter, vor allem für einen Hunter, der halt damals der beste Kopf war, den man so haben konnte. Und deshalb habe ich dann damals Ingi gemacht. Und ich sag euch eins, Ingi ist ein verdammt verfickt schwerer Beruf, also um den zu leveln. Alter, das kostet richtig viel Kohle, richtig viel Zeit. Also ich habe Ingi mit meinem Hunter auf Maximum gehabt, 450. Jetzt ist natürlich alles erhöht worden und ich glaube nicht, dass ich die Muße haben werde, Ingi hier hochzuleveln, weil ich ja wie gesagt mir auch Cataclysm nur mal angucken will. Ich werde garantiert nicht in Cataclysm jetzt großartig mir ein hammermäßiges Top-Rate-Equip irgendwie zusammenfahren. Ich werde vielleicht mal raiden gehen, ein, zwei von den Anfangsinstanzen da, Raids, aber das war's dann auch. Mehr werde ich garantiert nicht tun. Da ich auch kein Interesse habe, WoW jetzt großartig intensiv zu spielen. Ich spiele es im Moment halt ab und zu mal. Ihr seht, ich bin auf... Ich habe seit einer Woche Cataclysm freigeschaltet und bin auf 81 ein Fünftel. Also nicht der Rede wert. Na. Zack. Willst du stänkern? Alles, was passiert ist, dass ich dich töte und dich kirschnere. So, das hast du davon. Also, ich kann an dieser Stelle nur, während ich diese Quests mache, immer wieder betonen, Cataclysm ist der Hammer. Jetzt nicht nur dieses Unterwassergebiet hier. Auch wenn ich wirklich hoffe, dass hier am Anfang schon ein bisschen herausgekommen ist, wie genial dieses Spiel mittlerweile aussieht. Auch an anderen Stellen, die ich euch jetzt natürlich gleich noch zeigen werde. Ich hoffe wirklich, dass ich irgendwie mit meinem Dudu oder mit meinem Hunter in eine Random Raid Instanzgruppe noch reinkomme, dass wir auch mal eine Instanz durchgehen können. Ich liebe die Mucke. WoW hat ja sowieso schon immer eine endlos geile Musik gehabt. Meine eigene Gilde ist mir jetzt freundlich gegenüber eingestellt. Wie, das war's schon mit der Quest? Nee, ist hier nicht? Also irgendwie ist das hier seltsam. Na gut. Dann würde ich sagen... Ja, mehr kann ich jetzt hier wohl gar nicht machen. Ich wollte euch nur mal das Gebiet zeigen. Dann würde ich sagen, loggen wir rüber auf meinen Druiden. Der steht in dem anderen Questgebiet. Also hoffe ich, dass er da zur Zeit steht. Ja, es sieht einfach nur Hammer aus. Also das neue Unterwasser-Level-Gebiet bin ich sehr beeindruckt von. Sehr, sehr beeindruckt von. Ach ja, ich habe, genau, das machen wir nochmal kurz. Ich habe mir nochmal einen neuen Charakter gemacht.
weil mit dem entsteht ja eine ganz. Es gibt ja die Worgen und die Goblins. Und ich habe mir mal einen Worgen gemacht, um mir mal das Gebiet anzugucken. Gilneas. Ach so, mittlerweile bin ich schon aus ihm raus, aus Gilneas. Habe ich vielleicht da einen Ruhestein? Das müsste passen. Und habe mit dem jetzt auf 14 gespielt. Und mit 14 war es dann so, dass ich aus dem Gebiet raus musste, wo die Geschichte der Worgen ursprünglich stattfindet. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mir... Ah, das ist in Darnassus. Ach so. Okay, ich kann eine Quest abgeben. Mein Volk hat so lange gelitten, wenn ich ihm doch nur mehr Last von den Schultern nehmen könnte. Wo ist denn hier der Flugpunkt? Da gehen wir mal hin. Vielleicht kann ich dahin ja zurückfliegen. Ich will euch eigentlich nur ein bisschen Gilneas zeigen. Ja, währenddessen kann ich euch ja mal so ein bisschen erzählen, vielleicht. Ich habe damals World of Warcraft angefangen, da. Also, als ich 70 war, da wurde gerade Quel'Dalas gepatcht. Also, der nächste. Oder war das das Sonnenbrunnen-Plateau? Ja, Sonnenbrunnen, die Insel, das wurde alles gepatcht. Ja, mit halt der Instanz mit dem Raid, das Sonnenbrunnen-Plateau. Das heißt, Black Temple war sogar noch ein bisschen übertrumpft. Und alle waren natürlich nur noch auf dieser Insel. Und ich aber noch gar nicht, weil ich hatte noch nachzuholen. Ich war dann damals noch in Karazhan und habe mir Sul'Aman und sowas angeguckt. Und wie heißt das? Schlangenschreien und solche Sachen. Auge des Sturms, solche Sachen habe ich geradet. Und ich habe zum Beispiel Nethersturm, das Gebiet habe ich gehasst, Nagrand habe ich geliebt. Ach, es waren schon schöne Welten. Nagrand ist immer noch die beste Welt ever. Vor allem zum Kirschnern. Auch zum Questen, ich fand's geil. Immer töte 30 davon, töte 30 davon. Ja, sehr, sehr schön. Und da hatte ich dann meinen Hunter irgendwann auf 70. Und mit den Druiden kam das eigentlich mehr so nebenbei. Ich wollte einen Twink anfangen, habe dann mit einem Druiden hochgespielt, erst als Katze natürlich. Und dann habe ich halt langsam angefangen, auch Spaß am Tanken zu haben, am Bärchen, weil ich das schon immer gern mochte, Verantwortung inne zu haben. Sei mit euch. Blutwacht, die Exoda Azurwacht. Ja. Fliegen wir mal eine Runde. Und hab dann halt Tankbärchen angefangen. Und dann später, als halt Wrath of the Lich King neu rauskam, war ich ja auch noch am Spielen. Und da hatte ich ja dann praktisch die Chance, einmal mit allen anderen neu einzusteigen. Das heißt, als ich damals PC gespielt hatte, da war ich ein Noob. Da war ich ein kleiner Fisch, da hatte ich keine Chance, an die großen Sachen ranzukommen. Aber mit Wrath of the Lich King, was ja auch wesentlich einfacher war als Burning Crusade, da konnte man auch als vernünftiger Casual-Spieler, also als... Ich sag mal, ich war ein guter Spieler, ein wirklich guter Spieler, aber ich hab's halt nicht so intensiv gespielt wie viele andere. Und trotzdem hatte man in Wrath of the Lich King die Chance, um dran zu bleiben. Und dann habe ich damals Nax gleich mitgeradet, hab dann Ulduar mitgeradet, auch alles danach und dann kam irgendwann ICC und ja, das war dann die Zeit, wo ich dann wirklich die Instanzen auswendig kannte und immer Raid Lead gemacht habe. Immer Gruppen gesucht habe, wirklich auch Arschloch war. Wenn einer Scheiße gebaut hat, ist er rausgeflogen. Wenn einer ein scheiß Equipment hatte, ist er nicht mitgekommen und so weiter. Weil ohne Witz, das bringt sonst nichts. Nettigkeit bringt einen nicht weiter beim Raiden. Ja, und dann hatte ich halt irgendwann den Dudu. Dann habe ich andere hochgespielt, aber meine Mains waren immer nur Hunter und Dudu. Das waren immer meine beiden Mains. Das werden auch immer meine beiden Mains bleiben. Immer. Kann ich das nicht noch kleiner machen? Nö, aber weiter runterziehen kann ich's. Ja, es ist natürlich gerade schade, dass ich euch nicht die anderen Gebiete ein bisschen zeigen kann, wo ich jetzt gerade... Ich komme da irgendwie nicht hin zurück. Das hier, die Dunkelküste. Kennen wir ja. Jetzt fliegt er ein bisschen weiter. Na gut, wir loggen mal um. Wir loggen mal auf meinen Druiden. Ja, die machen natürlich schon Werbung für Mists auf Pandaria. Das ist auch so ein Grund, warum ich ausgerechnet jetzt mir Cataclysm angeguckt habe.
Ich habe gedacht, bald kommt Pandaria, das wolltest du dir auch angucken. Und dann ist es ja nur schlecht und recht, wenn ich wenigstens jetzt nochmal die Zeit nutze für Cataclysm und mir das in Ruhe angucke. So, wo stehe ich denn? Ich stehe, ja, mit dem habe ich einige Quests. Hier kann ich sogar noch eine abgeben. Ich würde sagen, wir machen mal die eine Questrunde da. Ich buff mich mal. Und dann mache ich mich auch mit meinem Druiden. Erstmal gucken wir uns das Ganze an. Wo sind wir? Ist ganz interessant vielleicht. Wo war das hier? Hyal. Wir gucken mal, wo das ist. Erinnert ihr euch an Winterquell? Da unter ist das. Hier in der Mitte befinden wir uns. Da war früher was anderes, ne? Ja, ist ja alles geändert jetzt. Und hier ist das Hyal, das Questgebiet, das neuere. Ist auch ein sehr schönes Gebiet. Sieht nicht so beeindruckend aus wie unter Wasser, aber es spielt sich angenehmer, weil es über Wasser ist, weil man vernünftig kämpfen kann und, und. Es ist nicht so anstrengend zu spielen. So, was soll ich hier machen? Quest 2, Zwielicht Inferno, Fürst getötet. Da, die nehmen wir doch mal. Meine kleine Katze. Wir schleichen natürlich ran. Und verheeren von hinten. Bam. Ja, ich würde sagen, der ist auch schon tot. Na komm, machen wir uns ein bisschen Tempo hier. Nicht so ein großes Rumgehasche. Wir unterbrechen mal sein Verbrennen. Geben ihm den Finisher und dann war es das auch. Wobei ich mir jetzt natürlich nicht wirklich kümmern muss um irgendwie Leben oder sonstigen Quatsch. Ich meine, ich bin ein... Das werdet ihr auch am Damage sehen. Ich bin eigentlich ein Tankroide. Achso, ich melde mal wieder an. Zufälliger Dungeon, aber als DD. Da ich, wie gesagt, mir jetzt Tank... Huch. Okay, das ging sehr schnell. Das ging überraschend schnell. Ein Versänger. Was ist das denn? Ist das ein Rare Mob? Nee. Muss ich den töten? Nö. Jetzt nimm an da, du lausiger letzter DD. Oh, warte mal. Schaffe ich es noch? Schaffe ich es noch? Ja, ich habe noch abgebaut. Seht ihr das übrigens? Sehr interessant. Sie haben das hier verändert. Mittlerweile, wenn du Herz abbaust, kriegst du Erfahrungspunkte dazu. Und die werden sogar mit verdoppelt, wenn du dich erholst. Oh, der DD hat abgelehnt. Naja, es wird ja wohl schnell ein neuer DD gefunden werden. Oh, da ist noch ein Herz. Ja, ich nehme gleich an. Gut. Es gibt übrigens mittlerweile richtig viel Geld und Erfahrungspunkte, wenn man einen zufälligen Dungeon hier... das kenne ich noch nicht. Ach du Scheiße. Eine Instanz, die ich noch nicht kenne. Das wird ja lustig. Trommeln aktiviert. Ach, wir haben Palas dabei, sehe ich gerade. Also ein 85er schon wieder dabei. Ist ja witzig. Ein 84er, 83er. Okay, ich bin Lowy. Na gut, das wird jetzt witzig. Ich habe absolut null Ahnung von dieser Instanz. Ich werde jetzt gar nicht Sachen falsch machen. Und die Leute werden mich flamen. Aber das gehört auch zu WoW dazu. Das werde ich jetzt ganz bewusst euch mal zeigen. Weil ich werde jetzt bestimmt irgendwas falsch machen. Weil ich die Instanz, wie gesagt, noch überhaupt nicht kenne. Und alles, was ich als Katze hier gerade zu tun habe, ist... Ich bin gestunt. Guck mal, da ist schon einer tot. Das bin nicht ich. War das was Wichtiges? Ich glaube, das war nur ein DD. Oder war das unser Tank? Ich mach mal einen Battle Rest. Ja. Wie gesagt, ich habe gerade keinen Plan, was hier abgeht. Bin gefangen. Da hat der Typ sich wohl ein bisschen zu viel vorgenommen. Wobei, ich meine, das ist ein 85er Heiler. Das wird ja wohl irgendwie klappen. Wer ist denn jetzt der Tank? Okay, noch kam kein Geflame in der Gruppe. Es lässt sich auch so schwer ausmachen, da der Lebensanstieg... Okay, der Palaschein zu tanken ist so krass im Moment, dass du gar nicht wirklich sagen kannst. Ich meine, guck mal, ich habe als Katze fast 60.000. Das heißt, es lässt sich im Moment eigentlich überhaupt nicht wirklich sagen, anhand des Lebens, wer ist hier tankt und wer nicht. Ihr könnt wahrscheinlich irgendwie fast alle tanken.
Ich könnte auch locker tanken, wenn ich die Instanz kennen würde. Deshalb melde ich mich als Tank aber nicht an, da ich diese neuen Innis noch nicht wirklich kenne. Ich war zwar schon in einigen Innis drinne, aber der Witz an der Sache ist, da waren immer so 85er dabei oder so, die uns da immer durchgeprescht haben. Das heißt, ich habe nicht wirklich die Instanzen erlebt, ich habe nicht wirklich die Taktiken mitbekommen, ich habe nicht wirklich mitbekommen, was kann man falsch machen, wie geht man die Bosse an und so weiter. Und wenn ich jetzt mich als Tank anmelde, ich schwöre bei Gott, dann kriege ich eine Noob-Gruppe, wo jeder Fehler, den ich mache, sofort bestraft wird. Und das möchte ich nicht. Und Heilmar, wir haben einen Parler-Heiler, der kann natürlich keine Gruppenheilung machen. Also weiß ich nicht, früher konnte es nicht. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Übrigens, ihr müsst euch nicht wundern, ich kann Katze überhaupt nicht spielen. Ich spiele Katze eigentlich nur zum Leveln. Ja, irgendwie habe ich auch die Ahnung, habe ich auch das Gefühl, aber nur den Tank heilt. Ich bin ja gerade fast verreckt, er hätte mir nur mal einen irgendwas rüberschicken müssen. Mal gucken, was er jetzt schreibt. Ich liebe es. Ich liebe Geflame in der Gruppe. Sorry, bin am TV. Ja, sag ich doch mal. Läuft wenigstens was Gutes. Wahrscheinlich Möpse. Oh, das darf ich jetzt eigentlich gar nicht zeigen hier, ne? Ja, egal. Ich mache einfach so weiter. Ich spamme hier meinen Flankenhieb. Mehr kann ich als Katze beim Bomben, glaube ich, eh nicht machen. Ich könnte jetzt CDs zünden und so weiter, aber wie gesagt, schreibt mir bitte nicht von wegen, du hast als Katze gerade das und das falsch gemacht. Ich spiele nie Katze. Ich spiele Katze nur zum Leveln und das auch wirklich eigentlich nur so aus Spaß und nur irgendwie, wenn ich irgendwann mal tanken sollte oder Hunter wirklich DPS fahren sollte und ich mache da was falsch, dann könnt ihr mir garantiert nochmal schreiben, aber nicht jetzt. Okay, das wird ziemlich anstrengend, wenn der Parler-Heiler hier total abgelenkt ist. Er drückt mir wirklich keine einzige Hühne mal drüber, ne? Ah, oh, da habe ich den Heal gesehen. Komm schon. Ich habe viel zu wenig Energie. Ja, also bisher ist ja noch nicht wirklich viel passiert hier in der Inni. Die sind ein bisschen am Bomben. Der Boss war auch noch nicht. Vielleicht kann ich ja irgendwas ableachen. Beeindruckt mich jetzt auch optisch nicht so die Instanz. Sieht ziemlich 0815 aus. Aber egal, muss ja auch nicht sein. Dafür war die eine Instanz unter Wasser. Da wäre ich eigentlich ganz gern irgendwie reingekommen. Die sieht dafür ziemlich geil aus. Also wirklich, wirklich ziemlich gut. Ist das ein Boss? Sieht so aus. Bei 500k, das ist doch nix. Das ist ja noch nicht mal wirklich viel Leben. Den haben wir ja sofort down. Ich bomb aber natürlich. Da ich natürlich auf DPS achten möchte. Aber irgendwie sehe ich das auch gerade so, dass der Tank am zweiten Mal, also er macht mehr DPS als ich. Ist mir völlig egal. Ich finde Katze zum Bomben sowieso wirklich nicht so geil. Und um wirklich DPS aufzubauen am Boss, brauche ich Zeit und Ruhe. Da ist doch was, den ich töten muss. Oh, hier. Bomben. Rein da. So, das sieht schön aus. Das macht DPS. Komm, nochmal. Bevor die alle tot sind. 6,5k DPS. Das wäre früher, wäre das beachtlich gewesen. Die Wrath of Lich King Zeiten. Wobei, mein Wrath of Lich King Zeiten. Zu Hochzeiten am Boss als Hunter. 12k DPS. Das war auf jeden Fall drin. Und ich rede hier von ICC 25er Hero ohne den 25% Buff.
Das möchte ich einmal anmerken. Mit diesen ganzen blöden Buffs, die da so gekommen sind, ist das natürlich überhaupt kein Problem. Was haben wir da? Brauche ich nicht. So, da der Boss. Wie viel hat er? 1,8 M, ist ja lächerlich. Können weitergehen jetzt, ne? Ich bin wirklich skeptisch, ob ich dieses Video euch überhaupt gezeigt bekomme. Ja, jetzt haben sie eingekickt. Ach, war das der Heiler? Ach so, das war der Heiler. Okay, ich habe gedacht, das war der Tank. Ah, okay, dann ist ja kein Wunder, dass der Tank so viel Schaden macht, weil das ist der Talnyalia, der 85er. Und gut, ein Krieger beim Bomben ist sowieso low, weil der braucht ja nur zu wirbeln. Das heißt, wir warten jetzt hier gerade auf einen Heiler. Ja. Dann kann ich euch ja so ein bisschen mein altes Equipment zeigen. Wie gesagt, mit dem Dudu hatte ich ein ziemlich krasses Equipment. Ich hatte sowas wie das Ding da. Oh, jetzt habe ich schon wieder ein paar neue Sachen. Den habe ich jetzt natürlich, weil ich Katze spiele. Und solche Sachen hatte ich da. Das war schon ziemlich cool. Ich hatte, ich war damals, als ich ein bisschen geleecht hatte, mit meinem Druiden, war ich der Dudu-Tank mit dem zweitmeisten Leben. Ich hatte damals schon an die 80.000 Buffed in der Raid-Instanz, ohne 25% Buff. Und das war schon verdammt viel. Das ist natürlich heutzutage für die lächerlich. Heutzutage haben die normalen Damage-Dealer 150.000 Leben oder sowas. Ich teleportiere mich mal aus dem Dungeon. Kann ich so lange ein bisschen weiter questen. Während wir darauf warten, dass sich ein Heiler unserer Instanzgruppe anschließt. Aber die Instanz macht bisher sowieso nicht so wirklich Laune. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, guck mal, den muss ich auch töten. Ich töte alles. Auch dieses Gebiet sieht sehr schön aus. Auf jeden Fall sieht das Gebiet sehr, sehr schön aus. Aber es ist halt nicht so krass beeindruckend wie das andere Gebiet, das ich euch vorhin gezeigt habe. Ich bin gespannt, ob ihr das genauso seht. Oder ob ihr sagt, nein, das hier gefällt mir. Es zum Level macht das hier auf jeden Fall mehr Spaß. Das kann ich auf jeden Fall sagen, weil man einfach auch an Land ist. Weil unter Wasser, wie gesagt, ist sehr anstrengend. Hier hat man immer ein klares Ziel vor Augen. Hier weiß man wohin und so weiter. Bevor ich Kombo-Punkte aufgebaut habe, sind die immer schon tot. Wo muss ich denn töten? Verängstigtes Tier. Wo sind die denn? Ich mache erstmal die da. Ach, irgendjemand ist abgehauen. Ach, der gute Tank. Das heißt, wenn sie jetzt 3 DDs, die warten. Ja gut, dann wird das nichts. Ich meine, gewonnen. Ich meine, ich bleibe in der Gruppe, aber... jetzt ist noch einer abgehauen. Was soll's. Die Instanz fand ich jetzt eh nicht so toll. Also, ich habe die Quest. Irgendwann werde ich die schon nochmal beenden können. Zackalacka. Egal, machen wir weiter Quests. So haben wir ein bisschen eine der neuen Instanzen gesehen. Wenn auch nicht viel, aber das war eh nicht die, auf die ich gehofft hatte. Es gibt ja noch eine in den Schwarzfelstiefen, eine neue Instanz. Die ist so lala, die geht so. Oder den will ich jetzt noch nicht. Wobei, der ist ja jetzt nicht stark, aber das sieht aus wie so ein Questmob, den ich später nochmal töten muss. Weißt du was? Dann gehen wir einfach raus. Nicht Ausschlusswahl. Achso, Instanzgruppe verlassen. Und melden einfach mal neu an. Ah, ich muss ja warten, genau. Ich habe gerade verlassen. Deshalb muss ich 3 Minuten warten, bevor ich neu anmelde. Schön.
Macht Sinn das Ganze, wenn es jetzt auch gerade mich nervt, weil eigentlich habe ich ja gerade keine Gruppe verlassen, sondern ja eher einen letzten Typen. Oh, komm her, alles zusammentreiben. Ich bin immer ein sehr, wie sage ich mal, ich habe auch viel Spaß daran gehabt, Quatsch zu machen. So habe ich früher auch immer mal ganz gerne einfach mal ein, also zu Zeiten, wo schon, wie heißt denn, Agentum irgendwas, als die Instanz schon da war, da habe ich halt auch mal ganz gerne Twink Raids aufgemacht. Das heißt, ich habe als Raid Lead ein Nax Ramas 25er Run aufgemacht oder sowas und habe Twinks mit eingepackt, habe halt geguckt, dass auch Leute dabei waren, die einfach nur Langeweile hatten oder einen Erfolg machen wollten. Das heißt, so richtig übertriebene DBs oder gut ein richtig geiler Heiler oder meinetwegen zwei gute Heiler und ein guter Tank, na gut, der war dann halt ich. Also entweder ich als richtig guter Heiler oder als Tank, der das Ganze geleitet hat und dann halt ein paar Damage-Dealer, die so viel Schaden gemacht haben, dass er halt auch mal Gümmelsphinx dabei haben konnte. Und dann halt einfach irgendwie wild zusammengewürfelt. Und dann halt diese ganzen Twinks equipped, also scheiß auf das Equipment, jeder soll irgendwie Bedarf würfeln, wie er lustig ist. Gut, ich habe die Loot-Verteilung dann zwar auch selbst gemacht, ich habe die Leute würfeln lassen, weil auf Deppen, die auf jeden Scheiß Bedarf würfeln, hatte ich auch nicht. Hab die Loot-Verteilung zwar irgendwie ratzfatz abgehandelt, aber bin dann meistens auch schon gleich weitergelaufen. Ja, sowas zum Beispiel. Oder später einfach Erfolg-Grunts. In Ulduwa gab es viele schwere Erfolge, die haben wir halt gemacht. Oder ich habe Blödsinn gemacht, wie zum Beispiel, was habe ich denn noch gemacht? Ich habe auch viele Leute gezogen. Ich habe oft einfach aus Langeweile und weil es Spaß macht und weil ich weiß, die Leute freuen sich, Leute durch alte Instanzen gezogen. Vor allem früher, als das mit dem Dungeon Finder ja noch nicht so war, da haben die Leute sich einen Arsch abgefreut, wenn man sie auf dem Low-Level einfach mal eine Runde Todesmine oder sowas gezogen hat. Und ich mochte das. Ich hatte daran Spaß oder ein paar Runs verließ. Ich weiß nicht. Erstens hat man dadurch wirklich viele nette Leute kennengelernt, die dir danach sehr dankbar waren. Und ich merke gerade, ich bin schon längst fertig mit meiner Quest. Das heißt, ich muss jetzt mal... Was muss ich verängstigen? Rettet die armen Tiere. Wie soll ich die denn retten? Dazu... Ach so, ich muss die einsammeln. Okay. Eins. Zwei. Ja, komm her, komm her, komm her, komm her. Nicht getroffen. Oh, jetzt schleiche ich. Da, dich habe ich. Aha. Ja, wie gesagt, sowas habe ich oft gemacht. Oder wir haben uns, man hat ja auf jedem Level irgendwie seine Chars. Dann haben wir uns 70er Chars oder sowas extra gemacht. Und haben dann halt einen 10er Karasan-Run gemacht. Und haben unsere alten 70er equipped. Halt nur mit BC-Instanzen. Es hat so einen Spaß gemacht. Ich habe auch die Daily Raids, die Weekly Raids habe ich immer gemacht. Ich habe immer den Maligos Raid gemacht. Ich habe immer den... Wir haben immer den Erfolg bei... Wie heißt denn das? In diesem Obsidian Dingsbums, da gab es ja immer die Erfolge. Du musst ihn töten, während die drei Drachen noch leben und sowas. Haben wir auch alles gemacht, die ganzen Erfolge. Oder die Erfolge aus den Hero-Instanzen von Wrath of the Lich King. Es hat so einen Spaß gemacht, diesen ganzen Sachen nachzujagen. Ich habe es geliebt. Wir haben so viele Abende einfach nur Erfolge gemacht und aufs Raiden geschissen. Das war uns einfach irgendwann wichtiger. Einfach mal Spaß haben, als immer nur übelst krasses Equipment farmen. Ja, es hat so einen Spaß gemacht. Ich sag's immer wieder, WoW war eine der besten Gaming-Erfahrungen, die ich je hatte. Es ist natürlich kein Zustand, weil man halt viel Zeit für WoW braucht. Und das ist kein Zustand, den man lange halten kann. Ich werde, wie gesagt, auch nur diesen Monat und dann ein bisschen Pandaria spielen, mir das angucken. Aber dabei werde ich es dann auch belassen, weil für mehr habe ich einfach auch nicht die Zeit und will ich auch nicht die Zeit haben, um Gottes Willen. Was müssen wir? Rette drei verletzte Kids aus dem Inferno und begleitet sie zurück. Was haben wir hier jetzt noch? Da haben wir eine Quest. Achso, das ist das. Und ich muss das Schwarzhorn überreden. Ja, wir befinden uns wieder im Dungeon Finder. Es fehlt nur noch ein DD, wie ich sehe. Das heißt, es sieht doch ziemlich gut aus, dass ich gleich wieder in einer Raid-Instanz lade. Den muss ich jetzt überreden.
Ich klicke einfach mal auf irgendwas. Ich habe ihn überredet. Oh, warte mal, ich will noch die Quest abnehmen. Okay, ich kriege eine neue. Okay. Ja, ich will annehmen. Komm, Heiler, nimm an. Mal gucken, welche Instanz wir bekommen. Ach, schon wieder die. Ach, naja. Buff. Irgendjemand von eben? Ne, schon wieder ein 85er. Das war ein anderer. Ich mach mal die Trommeln. Na gut, auf den müssen wir wohl wirklich nicht großartig aufpassen. Ein 85er Krieger-Tank. Der wird uns den Damage aber sowas von abziehen. Ich finde das immer ganz nett, wenn so 85er dabei sind und ja, uns da ein bisschen durchhelfen. Aber man erlebt dadurch wirklich nicht die Instanzen. Wie gesagt, wenn ich jetzt gleich mit dieser Instanz hier durch bin, dadurch, dass der 85er da war und ich auf nichts wirklich achten musste, werde ich hinterher keine Ahnung von dieser Instanz haben. Wisst ihr, was ich meine? Einfach schnetzeln. Ich zerfleische dich. Und ein wilder Biss. Und du bist schon tot. Ja. Genau, rein da, du Krieger. Entschuldigung. Ich bin schon wieder gefangen. Mann. Ich will doch nur Bomben. Bin schon wieder nur Dritter. Und der Mage wird mich sowieso noch überholen. Ich habe ja kein Problem damit, Vierter zu sein. Aber ich will schon einen vernünftigen Prozentsatz des Schadens auch mitmachen. Ich habe aber auch immer so wenig Energie. Komm, kriege ich noch den wilden bisschen? Nö. Naja, Hauptsache es gibt IP. Ich kann noch ein bisschen Schaden machen. Brauche ich nicht. Und Bomben. Ich gebe mein Bestes. Ich gebe immer mein Bestes. Gut, wenn wir mit dieser Instanz durch sind, oder wenn sie wieder abgebrochen werden sollte, dann mache ich noch ein, zwei Quests zu Ende. Und dann werde ich euch noch eine der Hauptsachen, eine der Hauptneuerungen zeigen, die ja Cataclysm so ausmachen, und zwar das Fliegen in den alten Gebieten. Das ist nämlich schon echt eine Erfahrung. Und schnell bomben, bevor die Viecher wieder tot sind. Ich muss Prozentschaden machen. Komm schon. Ich bin schon wieder gedingsbumst. Wie soll man denn Schaden machen, wenn man ständig gedingsbumst ist? Sag ich mal, wenigstens anteilig Schaden. Die PS sind mir scheißegal, ich will nur nicht. Oh Mann, der Hunter macht aber viel. Ja, jetzt heißt es Bomben, jetzt muss ich da sein. Ah, schön den Abstand zum Mage machen. Jetzt heißt es Single DPS. Das Blöde ist, dass ich wirklich hier als Katze gerade überhaupt nicht auf wirklich DPS komme, weil die Viecher leben ja gar nicht lang genug, als dass meine Dots irgendwie Schaden machen können. Das wäre jetzt genau wie ein Zerbrechen-Hexenmeister. Der wird jetzt auch nicht wirklich auf DPS kommen. Na, läuft er einfach gleich durch zum Boss? Ja. Gut, dann wollen wir mal. Und einfach Schaden geben. Ja, dann aktivieren wir mal. Und gleich wieder den Dot erneuern.
Hier ist total kompliziert. Ich spiele so selten Katze. Ich muss mich total darauf konzentrieren, dass ich wirklich immer hinter dem Typen stehe, weil normalerweise als Hunter ist es immer so scheißegal, wo ich stehe. Was haben wir da? Schulterschutzkette für einen Schamanen. Das braucht ja wirklich hier mal keiner. Aber vielleicht ein Parlerheiler, wenn er das tragen möchte. Sehr interessant finde ich ja mittlerweile, dass du ja endlich... Oh, cool, Geld für mich. Gut, ich habe keine Ahnung, was da gerade abgegangen ist. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Wer die Instanz kennt, der wird mich jetzt gerade auslachen, übelst. Wie komme ich denn jetzt hierher? Gut, ich bin hier wieder am Anfang, dann wollen wir mal. Irgendwas hätte ich da machen müssen, um den anderen hinterher zu fliegen. Stattdessen bin ich irgendwie unten gelandet. Sehr cool, sehr cool. Was zur Hölle sind die? Ich kenne die Instanz nicht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was die da gerade gemacht haben. Ich probiere es nochmal. Wenn das nicht klappt, frage ich einfach mal in die Gruppe. Vielleicht schmeißen die mich heraus. Man muss mit allem rechnen hier in WoW. Aber ich habe schon mal eine Quest auf jeden Fall fertig. So, was haben die jetzt gemacht? War das hier? Ja, hier. Habe ich ein Item? Nee. Ah, hier. Da haben sie drauf geklickt. Ah. Okay, die sind da nicht einfach nur runtergesprungen. Ich bin da einfach nur runtergesprungen. Ach, herrlich. Herrlich. So ist das doch, wenn man WoW spielt. Ohne Scheiß, das habe ich schon mal erzählt. Was war denn die geilste Zeit, die man in WoW hatte? Die geilste Zeit war doch, als du am Anfang ein Noob warst. Als du das erste Mal in den Wald von Elwyn gelaufen bist. Als du dich komplett falsch geskillt hast. Als du totalen Blödsinn irgendwie gesockelt hast. Was macht der Scheiß denn? Ich habe Angst davor. Das war doch die geilste Zeit, die du in WoW überhaupt hattest. Gut, jetzt ist natürlich mein Damage total im Arsch. Was ist das denn für ein Drache? Oder was soll das sein? Ein Noob sein in WoW war ein Segen. Immer wenn du am Anfang irgendwelche Sachen neu erlebst und neu erforscht, das ist die beste Zeit. Das ist einfach am aufregendsten. Wenn du irgendwann alles auswendig kennst und immer nur noch jede Woche, so wie die Pro-Gamer, jede Woche die gleiche Instanz, den gleichen Raid immer wieder durchgehst, ohne irgendwelche anderen Sachen zu machen, nur um immer und immer wieder die Marken zu kriegen oder das beste Equipment zu farmen und ansonsten überhaupt keinen Spaß hast mit Blödsinn und mit Noob sein und mit neu, dann hast du auch keinen Spaß in WoW. Und ich war da immer anders. Bei mir war immer der Spaß am vordersten davon. Ich habe auch mal gerne mit meinen Leuten da irgendwelche Quatsch-Raids gemacht, also irgendwelche Sachen probiert und dabei dann geweiht. Und wir hatten dabei trotzdem Spaß und andere haben das immer nicht verstanden. Und wenn dann mal so Leute in diesen Raids mitfahren, die sind dann rausgegangen, obwohl wir uns nur übelst gepisst haben, weil irgendwas Lustiges passiert ist, sodass wir geweiht sind. Ja, ich verstehe sowas nicht. Das ist diese Humorlosigkeit der Pro-Gamer. Immer wenn du eine aus den Top-Gilden hattest und wir sind irgendwo rein, es passiert was Arschlustiges und wir wipen und lachen uns im TS gerade kaputt und der Typ dann, oh, ihr seid ja voll die Noobs und geht aus der Gruppe. Und, naja, mit sowas lernt man auch zu leben. Mal gucken, was ich jetzt falsch mache. Erstmal ein bisschen DPS aufbauen. Konzentrieren, konzentrieren. Dort erneuern. Einen wilden Biss setzen, weil mein Dock läuft ja eh noch. Der läuft auch, der läuft auch, der läuft auch. Hier noch einen wilden Biss setzen, bevor er eh gleich tot ist. Na, ist was für mich? Nee. Brauche ich nicht. Was habe ich denn am
7,2. Das ist aber, da bin ich zufrieden mit. Das ist gefälscht. Ja, jetzt war ich ein bisschen länger ruhig. Also die Instanz, wie gesagt, ist nichts Neues. Es sieht alles ganz nett und schick aus, aber auch die Gegnertypen sind jetzt... es hat immer überhaupt nichts mit Taktik zu tun. Und ich finde diese Instanz-Runs, wo du einfach nur draufbratzen bombst, die finde ich ultra langweilig. Ich bin das von früher noch gewohnt. Dampfkammer Hero und solche Sachen, wo man echt um Gegnertruppen schleichen musste. Wo man echt auf gar keinen Fall falsch pullen durfte. Sonst warst du tot. Wo man Sachen CC'en musste. Wo ich noch meine Eisfallen als Hunter rauskramen musste. Das waren Instanzen, Hero-Instanzen, die halt wirklich Spaß gemacht haben. Gut, ich weiß, im Moment, ich spiele kein Hero, ich spiele nur eine ganz normale Instanz. Aber trotzdem, weiß ich nicht, es ist einfach ziemlich langweilig, wenn du einfach nur reingehst und bombst und alles ist egal. Nur gut, jetzt sind einige hier auch einfach overlevelt. Aber auch als ich mit normalen Truppen hier dabei war, als ich mit ganz normalen Truppen, also ohne überlevelte 85er unterwegs war, es war trotzdem wirklich viel zu einfach. Und das spiegelt, glaube ich, auch so ein bisschen die Verwandlung wieder. Ich meine, früher zu Burning Crusade, da war es so, ich war zwar ein guter Spieler, das kann ich ganz ehrlich sagen, auch wenn das jetzt hier anders aussieht. Aber dadurch, dass ich halt nie so wirklich suchtig war, war ich nie einer der Black Temple gesehen hat. Einfach weil es gab immer die oberkrassen Hardcore-Gamer und damit meine ich nicht den Skill, sondern die Zeit, die sie damit verbracht haben und nur die. Nur die haben auch das High-End-Equipment getragen. Und nur die haben auch Illidan gesehen oder also gelegt oder überhaupt gesehen. Und so gehörte sich das. Es gab immer die überkrassen Pro-Gamer, die einfach besser waren, die einfach besseres Equipment hatten und so gehörte sich das. Und dann, als dann irgendwann ich sogar das High-End, wie gesagt, der drittbeste Tank-Dudu auf dem Server. Und dass ich, das war eigentlich, das hätte nicht sein dürfen. Und es fühlte sich dadurch, dass es so leicht war, an dieses High-End-Equipment ranzukommen, war es alles so einfach. Wahrscheinlich haben wir auch deshalb so viel Quatsch gemacht. Und es ging dann ja auch so weit, dass wirklich Noobs, die wirklich nicht gut gespielt haben, trotzdem dann durch irgendwelche ICC-25er-Runs geschliffen wurden und das Equipment geleached haben. Und das war früher nicht möglich. Wenn du früher einen Noob dabei hattest, dann ist der Raid geweiht. Und das vermisse ich so ein bisschen, dass Fehler bestraft werden, dass Noobs bestraft werden und dass du mit schlechtem Spiel und schlechtem Equipment genauso viel schaffen kannst im Endeffekt wie die Hardcore-Spieler. Ich meine, guck mal, ich habe hier keine Ahnung von der Instanz. Ich klopfe hier einfach nur rum auf irgendwelche Mobs, scheißegal auf welchen. Ich muss mich überhaupt nicht darum kümmern, wen ich angreife und normalerweise müsste man dann in so einer Instanz weiden. Einfach dadurch, dass man Sachen falsch macht. Aber das passiert hier nicht. Und das finde ich schade. Das finde ich, fragwürdig. Ihr seht das doch. Ich stehe hier nur rum und klatsche auf Krankenhieb. Aber irgendwie ist hier ein Heiler dabei. Irgendwie stirbt hier nichts. Ah ja. Siehst du mal, da ist ein Heiler. Den hätte ich mal vorgreifen sollen. Aber ich habe es nicht getan und es klappt trotzdem so. Und man seine Blitzpeitsche ein bisschen unterbrechen. Hey, der klatscht mich zurück. Was macht er da jetzt? Cool, die Abkürzung nehme ich mit. Ja. Da haben wir doch schon wieder ein Böschen. Ist das Azad? Ja. Oh, ich muss bomben. Ich muss Damage machen. Gut, da haben wir den letzten Boss. Würde ich mal so schätzen. Ja, hoffentlich mache ich jetzt mal irgendwas falsch und werde dafür bestraft. Sonst wäre es ein bisschen langweilig.
den Dot, den erneuern, Damage, 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 den Dot draufsetzen, weil er stärker wurde. Was macht er da jetzt? Dann nicht auch den Biss setzen, das war aber wenig. Dot erneuern. Ah, da habe ich doch endlich mal was falsch gemacht. Geht doch. Endlich bin ich mal gestorben, weil ich etwas falsch gemacht habe. Ich habe gerade keine Ahnung, was. Ja, was habe ich falsch gemacht? Wo hätte ich hingehen müssen? Ich habe keine Ahnung. Aber so lernt man das auch nicht. Naja. In jedem Fall habe ich den Erfolg. Kann ich hier was verändern? Natürlich nicht. Auch nicht. Mal gucken, ob einer so nett ist und mich aufhebt. Er ist so nett und hebt mich auf. Gut, aber... Die ganzen Quests habe ich die jetzt. Muss ich die denn abgeben? Keine Ahnung. Am Anfang der Instanz. Da laufe ich jetzt nicht hin zurück. Da werde ich einfach beim nächsten Mal, wenn ich diese Instanz betrete, werde ich das Ganze abgeben. Ja, wie angekündigt, ich mache jetzt noch hier ein bisschen die Quests zu Ende, die ich hier so angenommen habe. Was habe ich da? Die Gruppe wurde aufgelöst. Geile Beeren soll ich sammeln. Irgendwo hier. Geilbeere, Geilbeere. Das hat bestimmt irgendwas mit dem Gras zu tun. Liegt da. Ich habe ich doch gesehen. Wollt's wohl was, ne? Wobei ein Hexenmeister wird, glaube ich, einen Teufel tun und einen Druiden angreifen. Wo ist der rein? Ach so, der ist nirgendwo rein. Ja, egal. Dann gucke ich mal da links. Da musste ich ja jetzt Sache hier ein paar Kids, verletztes Kids hier rausretten. Er greift mich gleich an. Na gut, wenn er sterben will. So, wo haben wir denn mal hier ein verletztes Kitz? Das war doch hier, ne? Irgendwo da. Tut mir das Feuer weh? Nee. Ich suche ein verletztes Kitz. Dich greife ich an. Dich auch. Stehst du so frech? Und dann suche ich eigentlich nur ein verletztes Kitz. Du willst auch auf Mütze? Komm her. Ja, was ich an Katze nicht so abkann, das habt ihr vielleicht gerade gemerkt, es nervt mich an, das hat man ja mittlerweile leider auch das Problem bei Huntern, dass du da teilweise Energie dir fehlt. Kann ich mehrere mitnehmen? Dir fehlt teilweise einfach Energie. Und du stehst da und kannst nichts machen. Und das ist etwas, was mir am Schurken nicht gefällt. Und auch an der Katze nicht gefällt. Deshalb spiele ich eigentlich ungern Katze. Und das hast du ja mittlerweile beim... Früher hatte ein Hunter Mana, da konntest du schießen wie ein Bekloppter. Mittlerweile hat er ja auch so eine Art Energie. Und steht teilweise da, ohne was machen zu können. Und das ist mir... Das finde ich befremd. Das gefällt mir nicht. Und da muss ich jetzt auch erstmal drauf klarkommen, den Hunter so zu spielen. Wir gehen einfach mal, kann ich eigentlich schleichen, damit die Viecher mich nicht angreifen. Wieso habe ich nur noch zwei dabei? Ich hatte drei. Wo muss ich überhaupt hin? Ich gehe falsch. Ich muss die da rausbringen. Aber wohin? Nach Hause begleitet. Wird schon richtig sein. Na, jedenfalls muss ich hier nicht mehr schleichen.
Wo muss ich die denn mal hinbringen? Irgendwo hier war das. Zu ihm? Aber eins ist ja auch abgehauen. Ja. War das jetzt nicht bei dir? Das war wohl nicht bei dir. Was? Irgendwo da hinten? Hier war das bestimmt. Oh, waren doch alle drei. Sehr gut. Zack. Die will ich haben, aber die sind auch noch nicht so gut wie meine alten Beinchen. Oh, keine neue Quest. Jetzt fehlen mir schon wieder bald die Quests, wa? Jetzt muss ich nur noch Geilbeeren sammeln und naja, egal. So. Jetzt, Achtung. Jetzt wird's cool. Und zwar fliegen wir jetzt einfach mal. Einfach mal so irgendwo hin. Und jetzt beginnt der wirklich coole Teil von Cataclysm, weil jetzt, du kannst ja überall fliegen. Du kannst alles per Flug erkunden. Jeweils, wenn du die Lizenz dafür gekauft hast. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, dass man über Gebiete fliegt, wo man früher einfach nicht daran gedacht hat, da jemals so frei Sachen erkunden zu können. Und wenn ich gerade mal gucke, dass wir auf den Teufelswald zufliegen. Wir sind im Teufelswald. Ja. Und ich fliege hier gerade von oben drauf zu. Die Nachtlaublichtung. Fliege von oben hier auf die Bäume. In die Welt rein. Und das ist der Teufelswald. Ah, die Allies greifen mich an. Lass das. Schon witzig. Oh, da waren gerade Erze. Warte mal, das ist ja witzig. Was haben wir da? Mithril-Vorkommen. Ach, das erinnert mich an früher, als Mithril noch richtig geil war. Ja, und so fliegt man hier durch den Teufelswald. Das ist einfach nur geil, dass du hier gerade durch den Teufelswald durchfliegst. Da hat man früher gelevelt und früher gequestet. Und ich baue einfach mal Mithril, aber einfach nur, weil es witzig ist. Noch witziger wäre natürlich, wenn ich jetzt einen Low-Life-Ali irgendwo treffe. Wobei die mittlerweile ja auch nicht mehr in den Gebieten am Questen sind. Also komm, Louis töten macht ja wohl immer noch übelst Laune. Ich habe die ganze Zeit einen Ohrwurm von der geilen Musik vom Anfang. Entschuldigung, es ist so ein innerer Zwang. Wenn man Mithril sieht, muss man es abbauen. Mithril war früher so wertvoll. Alter, meine Fresse war das wertvoll. Oh, das ist schnell weg. Ich habe kein Mithril-Vorkommen gesehen. Na gut. Gehen wir mal rüber. Wieder raus hier aus dem Wald, wenn wir hier irgendwo rauskommen. Dadurch das Loch durch. Da haben wir wieder Mithril. Egal. So, und ich fliege über der Dunkelküste. Ist das nicht geil? Boah, guck mal hier. Ganz viel Kupfer und sowas. Boah, Kupfer, fett. Sieht das geil aus? Wir sind gerade in der Dunkelküste. Zieht euch mal rein, wie genial diese Welt hier aussieht. Das sah früher nicht so gut aus. Ist einfach nur der Hammer. Hier sind wir im Ali-Gebiet. Aber egal. Ich kann ja mittlerweile im Ali-Gebiet fliegen. Von daher soll es mir Schnuppe sein. Gut, die Städte werde ich jetzt nicht unbedingt angreifen. Wie stark sind die denn? Ist ja nix. Lächerlich. Das ist witzig.
Ist überhaupt irgendwas ansatzweise Starkes? Oh, 90. Gut, die Hippogriffenmeister, die haben sie hochgepitcht. Damit man die halt nicht ohne irgendwie Verluste davon zu tragen, alle nass machen kann. Aber heute wie früher macht es einfach nur tierisch Spaß. In so einem Gebiet hier. Oh, eine Schildwache. Level 90. Die gibt mir auf jeden Fall ein bisschen mehr. Von der werde ich sogar davonlaufen müssen. Trotzdem ist es witzig, weil ich kann jetzt ja theoretisch einfach hier weglaufen, wieder reinlaufen und dann rumschleichen und wieder kleine Allies töten oder wichtige NPCs, die die Leute brauchen. Natürlich ist leider gerade auch dieser Bereich jetzt natürlich sowas von überhaupt nicht mehr aktuell. Warum ist der jetzt schon tot? Sterbt doch einfach alle. Auch du kleine Schildwächchen, du bist ja überhaupt nichts. Ach, WoW macht Spaß. Man kann sagen, was man will. Man kann WoW verfluchen, von wegen, es macht alle Leute süchtig. Es bringt alle Leute in den Ruin. Aber scheiße noch eins, WoW macht einfach Spaß. Durch diese riesige Welt. Mittlerweile sieht es echt affengenial aus. Eine Zeit lang war es ja echt weit unter Standard. Aber es sieht einfach nur affengeil aus. Es hat ein so unglaublich geniales Gameplay. So vielseitig. Und... Oh, was ist das denn? Moment mal. Ruinen... Wieso sehe ich so viel Kupfer? So viel Kupfer habe ich früher nie gesehen. Okay, das sieht echt geil aus. Kühe. Da sind Kühe drin. Und ein Zwielichtreiter. Das ist wie bei Alice im Wunderland. Gehen wir mal nicht zu dicht dran, ne? Wer weiß. Wobei, witzig ist es. Ich kann da einfach durchfliegen. Okay. Was ist hier? Alles neu. Es ist echt. Das ganze Obergebiet ist natürlich total bearbeitet worden. Das wusste man. Trotzdem ist es einfach nur interessant und episch, sich das Ganze jetzt mal genau anzugucken und hier lang zu fliegen. Aber wisst ihr was? Wir haben Zeit. Ich fliege einfach noch so ein bisschen weiter rum. Und flieg mal ein bisschen durch andere Gebiete. Schön. Es ist so cool, in diesen alten Gebieten fliegen zu können. Ich meine, ich habe ja als Nachtelf angefangen. Ich bin ja eigentlich Ali. Und habe dann ja irgendwann mal getranzt, weil alle getranzt haben und weil es witzig war, einfach mal Fraktion Horde zu spielen. Mittlerweile muss ich sagen, hätte ich meinen Druiden wieder gern zum Nachtelfen, aber es ist, mir keine 25 Euro wert. Also sind die Leute meiner alten Gilde hier jetzt alle. Fast alle. Von daher lasse ich es mal so. So, jetzt kommen wir ins nächste Gebiet, ins Eschental. Das ist natürlich schon wieder umkämpftes Territorium. Sieht aber eigentlich ähnlich aus wie das Gebiet eben. Greifen die mich an da unten? Was haben wir da an? 19er? Ja, die Flugmeister. Die Flugmeister sind zu stark. Es hat früher irre... Sie haben ja eine Zeit lang, haben sie es ja echt verpennt, die Wachen und sowas hochzusetzen. Das heißt, du konntest echt ganz easy als Level 80er die ganzen Windmeister, konntest du alle töten, die Flugmeister. Und das war natürlich... Das haben wir oft gemacht. Das haben wir oft gemacht im... Moment. Wo war denn das? Hier im Vorgebirge des Högellandes. Tarrens Mühle, genau. In dem Gebiet haben wir ganz oft gecampt und haben Allies gecampt und so weiter und haben immer den Flugmeister immer wieder getötet. Hat tierisch Spaß gemacht. Gut, aber wo will ich eigentlich hin? Über den Teufelswald. Ich hätte euch jetzt noch Winterquell zeigen können. Eigentlich will ich aber mal hier ein bisschen noch woanders hin. Genau. Bisschen durch Steinkrallengebirge fliegen und dann das Brachland ein bisschen abfliegen. Euch das mal so zeigen. Das hier unten
Uldum, na, da kann ich noch, das kenne ich jetzt dann natürlich noch gar nicht. Das ist ja alles neu. Oh, Tanaris war früher fett. Oh, die Mucke ist geil. WoW hat sowieso eine der besten Videospielmusiken, die ich überhaupt so gehört habe. Viele haben leider WoW immer gespielt, indem sie einfach sich Musik angemacht haben oder nur im TS gesessen haben und haben die schöne Musik überhaupt nicht vernommen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Gut, sie haben natürlich mittlerweile viele Flugwachen mit dazu genommen, sehe ich gerade. Sowas gab es früher natürlich nicht. Das sieht geil aus. Richtiger Flugverkehr. Das ist das Steinkrallengebirge. Ach du Scheiße, Alter. Zieht euch das mal rein. Wisst ihr noch, wie verödet und langweilig das früher aussah? Guckt euch mal an, wie detailreich mittlerweile das Steinkrallengebirge aussieht. Das ist doch einfach nur der Hammer. Jetzt fliegen wir mal über die Feste. Wahnsinn. Gut. Ich könnte wahrscheinlich stundenlang durch ganz WoW fliegen und wäre immer wieder beeindruckt davon, wie überarbeitet das Ganze ist, wie gut dieses Spiel mittlerweile aussieht. Vor allem halt der Kontrast zum früheren, zu den früheren Landschaften macht es so beeindruckend. Schön. So, ab ins Brachland. Ja gut, ich spiele es natürlich auch mittlerweile auf Ultra, was die Grafik angeht. Früher habe ich es natürlich auf niedrigen Einstellungen gespielt, damit ich es überhaupt spielen konnte. Jetzt spiele ich es natürlich auf Ultra. Gut, ich würde sagen, wir fliegen nochmal rüber und fliegen nochmal nach Orgrimmar und ziehen uns das mal auch ein bisschen rein. Und dann laufe ich noch mit dem Magier eine Runde durch jeweils meine beiden Lieblingsstädte, meine drei Lieblingsstädte. Und dann würde ich sagen, war's das. Dann habe ich mir ein bisschen mit euch Cataclysm angeguckt. Auch wenn, wie gesagt, ich erstmal nur meine Meinung so über alles so preisgebe. Wenn ich später irgendwann nochmal wirklich auch mal raiden sollte, dann nehme ich auch mal irgendwie ein Raid auf. Außer natürlich, ich merke jetzt schon, dass es für mich unmöglich wird, dieses Video überhaupt online zu bringen, wegen Copyright-Problemen. Ich habe mir schon darauf eingestellt, dass ich das woanders als auf YouTube irgendwie hochladen muss. Aber da gibt es ein Schlimmeres. So. Ja, da haben wir noch ein bisschen Flug vor uns, nach Orgrimmar. Ich komme in Orgrimmar immer noch nicht gut zurecht, da wie gesagt, ich bin eigentlich kein Hortler. Ich bin eigentlich in Eisenschmiede zu Hause und nicht in Orgrimmar. Und Unterstadt ist sowieso für mich... Ach, sieht das gut aus, Alter. Das sah früher so anders aus. Aber wisst ihr, worauf ich Bock habe? Oh, das muss ich noch mit euch machen. Da war ich selber jetzt noch nicht. Das machen wir. Das werdet ihr gleich sehen. Mit meinem Lieblingsgebiet werde ich mir angucken. Jetzt nicht unbedingt Nagrand. Könnte man auch machen. Aber da gibt es noch ein anderes Gebiet, was ich mir gerne mit euch angucken würde. Die Trompeten. Das ist Orgrimmar. Sieht anders aus, wa? Ja, das sieht anders aus. Und hier haben wir ein paar Hortler. Da sind wir. Na, finden wir was im Auktionshaus? Nein. War hier cool. Na gut. Ausloggen. Ab auf Mage. Dalaran. Dalaran war doch der Hammer früher und das ist jetzt... Es ist ein bisschen befremdlich, wenn man jetzt durch Dalaran läuft und da ist niemand mehr. Da ist nichts. Ich stand früher stundenlang in Dalaran und habe mir an einer Stelle, die ich euch jetzt gleich zeige, immer das Equipment von Leuten zeigen lassen. Also ich habe sie mir angeguckt und dann gesagt, ob ja oder nein. Jetzt ist hier keine Sau mehr in Dalaran. Und es war nicht hier am Landeplatz. Achso, warte mal, hier ist vielleicht der Flugmeister. Was für
Fluglizenz kann ich mir jetzt gleich kaufen, dann kann ich mit dem Magier da auch fliegen. Aber die Mucke von Dalaran ist so geil. Geil. Ich liebe die Musik von Dalaran. Ich bin einmal jetzt so rumgelaufen. Hier ist der Punkt. Hier haben wir uns immer das Equipment zeigen lassen beim Denkmal von Antonidas. Hier haben wir uns immer hingestellt und haben uns Equipment und angeguckt und unsere Raid zusammengestellt. Hier haben wir gesagt, wer dabei ist, der soll sich hier einen Baum stellen. Und den Rest habe ich hier geprüft. Ach, herrlich. Gut, wir teleportieren uns mal nach Eisenschmiede. Wie gesagt, in Eisenschmiede war ich so gut wie immer. Also abgesehen von Dalaran. Also immer, wenn es darum ging, ins Auktionshaus oder so zu gehen, war immer für mich Dalaran angesagt. Ich habe auf meinen Roboschreiter. Mein Mage ist Schneider und Juve. Ihr seht, Schneiderei habe ich noch nicht mal auf Maximum gebracht. Juve allerdings schon, das war damals einfach unabdinglich. Oh, der Graben, ne? Wir haben uns immer die Hordler. Hier sind immer die Hordler rumgeschlichen, die Schurken und die Druiden. Haben uns immer angegriffen von da unten aus. Die sind natürlich da hinten irgendwo immer hoch. Haben uns dann angegriffen und dann wieder in die Gräben geflüchtet. Hier haben wir das schöne Auktionshaus. Gut. Dann wollen wir mal nach... Wo ist mein Sturm? Die Mucke ist auch geil. Shadrath. Shadrath war ja so eine Sache. Als ich damals Shadrath richtig schon erlebt und mitbekommen hatte, da waren alle schon wieder weg. Als ich in Shadrath war, da waren alle schon auf der Insel. Und als ich dann auf der Insel war, da waren alle schon mit Wrath of the Lich King beschäftigt. Also Shadrath ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Ist mittlerweile natürlich auch tot. Aber Shadrath spiegelt für mich so den alten Burning Crusade Flair wieder. Den ich natürlich immer noch einfach nur ober gut finde. Und wir haben noch Zeit. Nagrand ist ja nicht weit weg. Nur mal kurz angucken. Das gehört für mich gerade mit zum Video einfach dazu, sich alles einmal angucken, die alten Gebiete. Wo ist man früher rumgelaufen? Wo hat man früher gequestet? Und wie sieht das mittlerweile aus? Es ist gerade so ein richtiger... So ein richtiges Nostalgiegefühl, das ich hier habe. Anderthalb Jahre lang richtig WoW gespielt. Da ist Nagrand. Das reicht mir schon. Dieser Anblick hier reicht mir schon. Das ist so genial, sich das jetzt wieder mal anzugucken. Mit Gott, mit dem... Kontrolliert von der Horde. Aber warte mal, wir haben noch alle Posten. Komisch. Kann ich jetzt nicht die Wachen theoretisch töten? Flieg schneller! Das haben wir früher oft gemacht, dieses Schlacht über Alani da. Ach ja, ist das schön. Hier genau mit den Grollhufen, genau. Wo man immer tötet 30 Grollhufe
und 30 große Grollhufe und 30 davon. Oh, ein reiches Adamantit-Vorkommen. Da hätte ich mir die Zähne nachgelegt früher. Genial. Die Musik, die wirkt irgendwie wie so ein klassisches Stück von Brahms oder von Mahler oder so. So. Guck mal, die haben wir doch alle. Wo sind jetzt meine Skills? Wieso werden die mir nicht angezeigt? Seltsam. Eigentlich müsste ich doch jetzt, oder muss ich das, ach, ich muss die selber wählen, so war das. Huch. Guck mal, es ist schon so lange her. Naja. Gut, jetzt müssen wir alle Wachen töten. Das werde ich wohl kaum jetzt alleine schaffen. Aber es ist, war witzig. Das haben wir früher immer gemacht. Und die Hordler mussten dann halt die Posten, die wir da hatten, die mussten die dann halt immer wieder zerstören. Guck mal, jetzt kriegen die richtig schön Schaden. Wobei man ja damit hauptsächlich damals die Hordler töten wollte. Und nicht unbedingt die Wachen. Guck mal, da ist eine Wache doch schon so gut wie tot. Wie gesehen? Das heißt, eigentlich müsste das gleich auf 14 runtergehen. Ja, die Wache war doch schon so gut wie tot da. Das macht so einen Spaß. Was für eine Gilde bin ich überhaupt? Keine Ahnung, irgendeine Gilde. Wie stark sind die Wachen überhaupt? Kann man die nicht so angreifen? Da, tatsächlich, 14. Die eine habe ich getötet. Oh, die sind aber 605k? Eisblock. Bisschen zu stark, wa? Ich will nur mal gucken. Aber wirklich viel Schaden macht die nicht. Ich meine, ich hier auch nicht. Das könnte ein bisschen dauern jetzt, aber... Witzig ist es. Ist fast schon effektiver, denke ich mal, als... Ich muss einfach nur meine Arkanschläge hochpunchen. Ja, aber es geht trotzdem schneller, als wenn ich immer wieder rumfliege. Wobei wahrscheinlich nicht. Aber es macht Spaß. Okay, es geht schneller, wenn ich einfach fliege. Mit einem Hunter wäre das jetzt wesentlich schneller gegangen. Aber ich habe auch gerade keine Ahnung, wie man den Mage im Moment spielt. Wie gesagt, ich habe hier die ganzen Talentbäume, es ist ja alles weg. Die haben ja alles geändert. Das heißt, wahrscheinlich habe ich meine ganzen wichtigen Buffs. Die habe ich jetzt gar nicht mehr. Naja, aber wer weiß das schon. Das kann ich an dieser Stelle natürlich jetzt noch nicht wissen. Einfach werfen, einfach werfen. Werfen. Wubbliwupp. Kriege ich da noch eine hin? Kriege ich noch eine hin. Guck mal, die verstecken sich. Die kriegen Schaden ohne Ende. Ja, guck mal, das geht wesentlich schneller. Das geht wesentlich schneller. Ich mache das hier jetzt mal ein bisschen, weil es macht Spaß. Und wie gesagt, wir haben das früher ohne Ende gemacht. Na komm, na komm, na komm. Noch eine Runde. Sind die vielleicht einige mal auch so ein bisschen fast tot? Nee, noch überhaupt nicht. Ja, auch noch nicht. Da, der. Den könnten wir mal töten. Und die beiden. Da ist ja schon einer fast tot. Oh, der könnte jetzt noch sterben. Nee, beim nächsten Mal vielleicht. Na gut. Das soll es gewesen sein. Wie gesagt, ich wollte nur mal eine Runde das Ganze machen.
mir ein bisschen angucken. Ich habe ja am Anfang gesagt, es ist einfach jetzt gerade ganz spontan, einfach mal ein bisschen spielen. Einfach mal ein bisschen mit euch das Ganze erleben, wie ich so, was ich früher für einen Quatsch gemacht habe. Das macht Spaß. Quatsch machen macht Spaß. Gut, dann teleportieren wir uns mal nach Sturmwind. Können auch mal schneller laden, das Ganze, ne? Habt ihr gesehen? Die Leistung des Computers ist eingeschränkt. Wahrscheinlich habe ich meinen Speicherplatz vollgeknallt mit Aufnahmen hier. Das kann gut angehen. So, wisst ihr, was jetzt das Beste ist? Ich fliege jetzt über Sturmwind. Es ist so episch. Davon hat man früher nur träumen können, hier jetzt so direkt über Sturmwind rüber zu fliegen. Genial. Und die Musik dazu hören. Aber jetzt die Sache, die ich mit euch eigentlich mal machen wollte. Das ist jetzt der letzte Akt. Die Musik ist so schön. So, jetzt fliegen wir durch den Wald von Elvin und hören uns die geile Musik an. Oh, mit Regen, fett. Schön. Es ist einfach nur schön. Aber wo will ich denn genau hin? Nun, man könnte schon ein bisschen drauf kommen. Und zwar in das vielleicht aufregendste Gebiet, das du im Laufe deiner WoW-Karriere irgendwie durchlebst. Und zwar, weil du dort das erste Mal so richtig auf die Horde triffst, beziehungsweise auf die Allianz. Und natürlich ist es das Schlingdorntal. Das Schlingdorntal hatte so eine weite Diskrepanz zwischen deinem Anfangslevel und dem, was du am Ende. Du kannst mit 30 da schon questen, kannst dich aber durchaus da später auch noch mit 44, 43 aufhalten. Und so triffst du halt immer wieder auf verschiedene Hordler, verschiedene Allianzler und verschiedene Mobs und viele Elite-Mobs. Und es ist das aufregendste Gebiet. Es ist dicht, es hat unglaublich geile Musik, es hat sehr geile Quests, es hat so spannende Quests. Und ist halt immer wieder für dich bedrohlich. Und das Schlingdorntal ist für mich das intensivste Erlebnis, das ich im WoW hatte. Weil du dir da das erste Mal so richtig bewusst wurde, yo, du spielst hier gerade auf dem PvP-Server. Und nicht auf dem Weichei-Server. Ach ja, als Mage muss man immer ein Tischchen stellen. Und witzig. So, da sind wir doch im Schlingdorntal. So geile Mucke. Und es ist so geil. Ich fliege hier einfach drüber jetzt. Früher musstest du hier durchreiten. Jetzt fliegst du einfach. Oh, es sieht aber anders aus, die Map. Krass sieht das anders aus. Ist ja alles anders jetzt. Ist ja geil. Die sind aber niedrig, die Mobs. So low waren die früher aber nicht. Einfach ein bisschen rumwerfen. Waren die so niedrig damals, die Tiger? Haben die da was geändert? Ich bin der Meinung, so low waren die früher nicht. Und zack, einfach wieder aufsteigen und weiterfliegen. Schön.
Na, hast du irgendwo einen Louis? Was ist das denn? Die kenne ich auch noch nicht. Sie haben echt viel verändert. Das ist einfach nur geil. Na gut, während ich hier noch ein bisschen vor mich herfliege. Wie gesagt, ich kann resümieren. Cataclysm ist der Hammer. Der ganze Patch sieht alles so unglaublich gut aus. Die alten Welten sehen jetzt unglaublich gut aus. Die neuen Gebiete sehen unglaublich gut aus. Instanzen sind cool. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist das Gameplay an sich. Dafür ist die Mucke geil, die Grafik ist geil, das Ganze, die Aufmachung ist geil. Schade ist, dass sie viel vereinfacht haben. Zu dem Endgame kann ich noch nicht sagen, da ich bisher noch nicht wirklich 85 bin. Wie gesagt, vielleicht mache ich dazu nochmal ein Video, wie ich so die Raids und die Instanzen finde und den Schwierigkeitsgrad. Bisher macht aber einfach aufgrund solcher Sachen hier Hammer. Hammer. Das ist mitten im Schlingerntal. Es hat sich ja alles verändert, ey. Krass. Aufgrund solcher Sachen macht Cataclysm so irre Bock. Es ist einfach nur der Wahnsinn. Wie gesagt, ich kann es ohne Ende empfehlen. Falls ihr früher WoW gespielt habt, BC oder was auch immer, hier ist ja alles anders, sehe ich gerade. Die haben das jetzt richtig getrennt. Anfangsgebiet und... Ah, und jetzt das etwas Erfahrene. Das haben sie ein bisschen getrennt voneinander. Hier sind jetzt halt die stärkeren Mobs. Okay. Sehr witzig. Na gut, wie gesagt, guckt es euch wenigstens mal an. Es ist wirklich... Die Leute erzählen nicht von Onaheim, wie geil das aussieht. Ihr müsst es nicht suchten und nicht unglaublich spielen, aber guckt es euch wenigstens mal einen Monat an. Fliegt umher, bestaunt die geilen Gebiete, guckt euch an, was hat sich verändert. Ihr werdet es nicht bereuen. Von daher, das war mal ein kleiner Teil zu WoW Cataclysm. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und ich hoffe, ich kriege das für euch auch hochgeladen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.